So, happy zurück in FIFA 15, in der ersten Liga. Und wir sind drin verblieben. Yippie. Mal schauen, welche Liga da eigentlich war, der letzte Gegner. Auch in Liga 1. Wow. Wow. Okay, der hat einen Lauf momentan. Hey, ich habe ihn besiegt. Ich habe ihn besiegt. Haha. Yeah, geil. bei mir läuft es jetzt besser. Nachdem man sich das hier anschaut, es läuft besser. Nicht gut. Nicht gut, aber besser. Und jetzt kommt eine neue Saison. Und endlich bin ich wieder ganz entspannt, voll dabei. Jetzt können wir wieder gescheit spielen, ohne irgendwelche Aufregung. Und da kann es auch gegen so einen Gegner wie gerade eben, kann man dann auch gescheit spielen. Alter, war das heftig. Da ich es geschafft habe, da war auch viel, viel Glück mit dabei. Mann. Ich nehme das ja momentan noch in einer Session auf. Jetzt irgendwann so, wie viel Uhr haben wir momentan? 2 Uhr nachts. Ja. Und ich muss mich aber entschuldigen, dass momentan einfach kein Assassin's Creed Rogue und dergleichen kommt. Ich habe wenig Zeit dazu, weil ich relativ viel arbeite. Sonstiges, also YouTube sehe ich nicht als meine Arbeit. Naja, kommen wir wieder zum FIFA. Porto ist unser Gegner. Here's your commentary team, Martin Tyler and Alan Smith. Hi there, Alan Smith. So, das kann jetzt wieder Spaß machen. Yippie-yay-yay. Ich will ja jetzt fürs Erste nicht direkt wieder Liga-Pokal anpeilen, wie sonst immer eigentlich. So, jetzt ist einfach mal Liga sichern, drin bleiben, das Entscheidende. Wenn mehr kommt, gerne auch. Es wird insbesondere nach einer Katastrophensaison, wird es schwierig. Zack. Zack. Gut gespielt. Ah, der letzte Pass war nicht so. Ganz dolle. Na. Ah, da muss er nicht mehr unbedingt rangehen, der Kampel. Aber ich bin jetzt entspannter. Jetzt ist nicht mehr ganz so dringend, irgendwie Siege zu fahren. Aber es ist immer gut, das erste Spiel mit einem Sieg zu beginnen, sage ich immer wieder. Und das ist einfach so. Es gibt dermaßen viel Sicherheit. Stimmung ist Bombe. Komm, den holst du dir. Gut gemacht, Weidenfeller. Einmal die Drehung. Schön zu Hummels runter. Ich dachte, da steht noch einer. Muss ich ganz ehrlich zugeben. Ich habe jetzt gar nicht aufs Radar oder auf die Minimap unten geschaut. Wo sind wir denn? Durchkommen wirst du so sicherlich nicht. So, jetzt bin ich dran. Kagawa wird gefoult. So, einfach mal nach vorne. Schauen wir, ob da was rausgemacht ist. Nicht so wirklich. Gibt Tragischeres. Abseits, egal. Hätte ich früher sehen müssen. Ah, der wird kurz spielen, glaube ich. Ja, wird kurz spielen. Direkt angreifen. Schön Druck machen und hinterherziehen. So ist meine Art und Weise zu spielen. Und so ist sie auch gut. So, dann machen wir den Weg hier zu. Nicht so recht zugemacht.
Mein Feller steht ein bisschen arg weit aus dem Tor draußen. Das muss er in dem Moment nicht. Dafür gibt es keine Gründe. Diesmal steht da einer. Komm. Schade. Gut gemacht. Und mal nach vorne. Schön, Ball behalten. Hoppala. Da war ein klitzekleiner Fehler drin. Komm. Na? Ach, scheiße. Schön. Kontoidee. Hat leider nicht geklappt. Gut gespielt. Schade. Der steht ganz gut hinten. Nach vorne ist aber nicht so super gefährlich. Kaum sage ich, er steht gut hinten, macht er sowas. Und das muss 1-0 sein. Das muss das 1-0 sein. Ich muss diese Chancen einfach anfangen zu nutzen. Ansonsten wird es wieder schwierig. Ganz nett, aber nicht gut genug. So, da setze ich natürlich hinterher. Gut gemacht. Der Aubameyang, der ist so bombastisch gut da vorne. Schön gemacht. Sehr gut. Nicht gut. Komm, den hast du. Den hatte ich auch kurz, aber nicht lang. Und da ist das Problem. Ja, bevor er mir abnimmt, habe ich gedacht, ich versuche es einfach mal. Vielleicht passiert dir was Wundermäßiges. Hey, hatte nicht einen einzigen Schuss aufs Tor. Das ist doch schon mal was. Ich habe gar nicht gesehen, dass er mich berührt hat, muss ich ehrlich gesagt zugeben. Wenn doch, dann ist es absolut gelb. Er wird mich auch noch ein Stück weiterlaufen können, lassen können und eine harte Gelbe geben. Aber was ich damit anfangen soll, ist mir nicht so ganz klar. Doch nicht hin. Raus mit. Auf die Weise geht's auch. Er wird nochmal die Drehung machen und nochmal. Jetzt hätte ich ihn fast gehabt. Nein, 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 er läuft da durch. Gut, gut, gut. Auch wenn da keiner läuft, ist trotzdem gut. Schön nachgesetzt. Das habe ich mal geradezu exzellent gemacht. Und das habe ich geradezu beschissen gemacht. Komm. Durchsetzen, Junge. Sehr gut. Schön. Alter, was... Wow, was mache ich da? Marco Reus.
Aubameyang. Wow. Das musst du auch erstmal bringen da. Ja, das ist es. Well, he's just feathered that into the right hand side. That is a wonderful take. Schlecht gemacht vom Torhüter. Den kann man halten. Ich habe eigentlich auch damit gerechnet, dass er ihn hält. Mir ist nicht mehr viel eingefallen bei dem Spitzenwinkel da. Bevor er noch spitzer wird, habe ich mir gedacht, scheiß drauf. Aber hey, er ist drin, von daher. Wer führt, hat recht. Oder so. Na, so brillant würde ich es jetzt nicht benennen, aber... Es ist okay. Vorhin, was ich da mit Aubameyang gemacht habe, das war ja grauenhaft. Ha, da stehen wir abseits. Aber ganz weit. Aber ganz, ganz weit. Der wird doch knapp spielen. Ja, aber klar. Lalala, lalala, lalala. Oh Mann. Oh, das war Glück. Das hätte gefährlich enden können. Komm. Schade. Ah. Sehr schade sogar. Huhuhuhuhuhu. Den wird doch knapp spielen. War klar. Damit habe ich ehrlich gesagt nicht gerechnet. Und habe damit jetzt auch ein Problem. Der andere will halt einfach nicht an den Ball. Und da wollen viele nicht an den Ball, weil es dämlich vom PC gesteuert ist. Wer wie wo an den Ball kommt, ist saumäßig dämlich. Ah, das war viel zu leicht zu durchschauen. Das habe ich nicht gedrückt. Also nicht dahin. Nun ja. Da hat sich gedacht, hey, mache ich einfach mal. Dieses Gedrehe und Gewinde da. Da werde ich wahnsinnig bei. Und Weidenfeller hält was. Das kann er doch noch eine sehnliche Saison hier werden. Nur macht er leider jetzt momentan echt Druck. Und mir fällt wenig gegen ein... Schon wieder Weidenfeller. Den will ich gar nicht dabei haben. Sehr schön. Den will ich dabei haben. Komm, schick, 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 schick. Oben entlang. Ja, schön, schön, schön. Komm! Fuck it. Das wäre es jetzt gewesen. Dann wäre das Ding gegessen. Von der Idee her gut, aber schlecht ausgeführt. Komm, komm. Yes! Der Nachschuss war eigentlich auch nicht so ganz ideal, weil er so knapp am Torhüter vorbei war. Den kann er auch fast noch halten. Beziehungsweise vor allen Dingen, ich hätte fast den Torhüter nochmal abgeschossen, wenn man sich das anschaut. Sei es drum. 2-0. Den holen wir den Sieg. Wie gesagt, wichtig. Erstes Spiel, Sieg, ganz wichtig. Aber hey, Weidenfeller hat auch gelernt zu halten, von daher. Es kann nur eine tolle Saison werden. Aubameyang. Schade. Sehr, sehr schade. Komm, Oba. Komm, 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 komm.
Dankeschön. 3-0. Ach, das fühlt sich gut an. Ich gewinne das. Da stürzt mir jetzt nicht mehr so sehr. Der wird direkt schießen. Na, doch nicht. Sah aber sehr danach aus. Okay. Komm. 4-0. Ist eigentlich viel zu viel. Aber hey. Sieht auch mal süß aus. Süß. Sieht mal ganz nett aus. Komm, Oba. Komm schon, 5-0. Elfmeter noch. Ich glaube, der wird aufgeben. Ja, dann würden 7-0 dastehen. Gibt es nämlich, glaube ich, nochmal 3 Tore obendrauf. Oder steht da einfach nur 4-0 da? Ich weiß. Nein, da steht, glaube ich, nur 4-0 da. Ja. Würde mich jetzt auch nicht so sehr stören. Ja, rechts oben rein. Zack. Ich will den Ball, Mann. Ja, bei 5-0 muss man jetzt nicht unbedingt so groß jubeln. Cool. Wir sehen uns in der nächsten Folge. 3 Punkte.